Alter, warum wird es so rot hier? Get up to comms and beam us the documents from there, quickly! Hello friends, Andrew Fox ist mein Name. Wir sind hier wieder bei Red Matter. Folge 3. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört. Kleine Rätsel gelöst, um dieses kleine Teil zu ergattern. Wir sind einer kleinen Mordserie auf den Spur. Ob das im Zusammenhang hat mit diesem roten Unbekannten, werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Aber ich würde sagen, dort geht's jetzt weiter. Okay, dann wollen wir mal. Heute bin ich ein bisschen schreckhafter. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas ist halt anders. Come this way. Okay. Nice. Wie gesagt, ich bin so gespannt, wenn die neue Grafikkarte da ist, falls die mal irgendwann mal verfügbar sein sollte, das Spiel auf maximale Leistung, Qualität spielen zu können. Red Mold. Ah, da fällt mir gerade ein, eine Funktion bei Voice Attack habe ich vergessen zu implementieren. Ah gut, da muss ich jetzt halt durch. Okay. A childish drawing of Irina crying for help while Olga has her back turned. Olga reports Irina to Nikolai. Olga reports Irina. Ah, die Zusammenhänge sind mir jetzt gerade noch... Ach du Scheiße. Ist nicht dein Ernte. Nikolai poisons Irina with red mold. Mit dem roten Zeug? She loved the soil and now the soil loves her. Farewell, Commander. Oha. Ist es allgemein? Ah ja, das hat nichts mit der Spritze zu tun, okay. Bist du also der Rote? Oder ist sie der Rote? Ich glaube, er ist der Rote. Quantum Lab. Guten Tag. Welcome to the Quantum Lab, Commander Riss. I thought you would have tried to leave this place. Remember that this is not a safe place.
Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Wo sind wir? Wir sind... Das ist der Aufzug wahrscheinlich. Also, dieser Punkt hier. Map of the base. You are on floor minus two. Ja, draußen ist kalt. This exoscanner is inoperable due to the red substance. Okay. Was steht hier? Access granted. The door is unlocked. Das sieht aber gemütlich aus. Nicht so wie die anderen. Excuse me, can someone please take a look at this? What? Oh, crap. Hä? Volgravian Landscape. Ich habe so eine leichte Vermutung. Hier sind ja überall diese Schachfiguren. Ich denke mal, dieser Raum gehört dem roten Astronauten. Ich denke mal, ihr seid der gleichen Meinung wie ich. The Quantum Entanglement Experiments, press on. We are very close to achieve something important. Gedankenkontrolle? Kann das sein? Also, oh, das ist aber Teil des Figürchen. Ja, dieser etwas hat ein Faible für Figuren. Okay, bloß keine Jumpscares. Okay, ich bin in einem Raum. Got to memory, Volgravian database updated. Okay. At the end of the game, both Pawn and King return to the same box. Das stimmt. A chess piece. It is a red king. Compulsive drawing of chess pawn. Was ist das? Das ist die Karte von dem Sasha Security. Acquired. Sasha ist der Rote vielleicht? Kann das sein, dass Sasha der rote Astronaut ist, den wir ständig sehen? Ich habe jetzt gerade kein Bild im Kopf, wer Sasha ist. Oh. Tut mir leid. Na gut. Wir sind jetzt... Wir sind hier. Ja, genau, genau. Aha, 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 aha. Okay, dann geht's wohl. The Base's Emblem, Strelka N3. Ah, excellent. We're getting close, Epsilon. Very close. Uh-huh. Wow. Impressive. Na, diese Schachfiguren. Sasha Rice. Moment. Ich habe so eine Befürchtung. Sind wir der Rote? Weil dieses kleine Kerlchen hat uns als Rice. Hat uns Rice genannt. Aber nee, wir haben ja eine Keycard eigentlich. Ach, ich komme durcheinander.
A newspaper cutout praised Sasha Rice's research. Photography of Sasha Rice and stares, Sasha's face is blurred. Dieses Zimmer gehörte Sasha Rice. Wir haben die Keycard von Sasha Rice. Sein Gesicht ist blurred. Currently there is sufficient power to proceed with teleportation, Teleportation? Wir haben es geschafft, Teleportation? Laser-Emitter. Strom ist an. Ich glaube, ich muss die... Caution, unstable material, handle slowly. Okay. Macht keinen Unterschied. Ah, Moment. Power Switch. Ah, aber es will irgendwie nicht. Vielleicht beide. Nee, beide geht nicht. Okay. Was ist das? Laser Redirector System. Aha, okay. Ich habe das schon vorhin schon gesehen. Hier. Die müssen wir wahrscheinlich miteinander verbinden. Und wahrscheinlich dort. Und das ist wahrscheinlich... Are both belonging to a quantum teleportation experiment. Teleportation. Quantum Physics. Das ist nichts. Was haben wir hier? Quantum Link Operation Teleportation and Mental Link Hypothesis. Teleportation, so, so. Diagram of primary and secondary color. Aha. Das ist... CYK. Laser Directional System Operation Diagram. Okay. Ich sag zwar die ganze Zeit okay, aber eigentlich habe ich keinen blassen Schimmer. Ich tue einfach so, als hätte ich Ahnung. Überall ist der rote Mold. Komm, Dude, lauf schneller. Nö. Oh, ich dachte gerade, ich habe was aktiviert. Irgendwie fehlt's an Strom, habe ich das Gefühl. Da geht nichts. Ich kann's nicht greifen. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Ist auf jeden Fall irgendwas mit dem hier. Und der Weg führt... Warum führt der Weg nach oben? Nochmal ganz normal, nochmal kurz hoch. Wow, also da ist ein Stromkabel. Wo führt dieses Stromkabel hin? Stromkabel führt dahin. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, gucken wir uns nochmal den Raum an. Aber ich glaube, da komme ich nicht rein, weil ich ja erstmal... Aha, Teleportation. Ich muss das im Gange bringen, damit ich da wieder rauskomme.
Okay, ich verstehe. Yes, yes, those are the documents we're after, Epsilon. Mhm. Okay. Rätsel lösen. Ich bin ja darin ja ein Weltmeister, wie ihr ja wisst. So, irgendwie müssen wir die Batterien hier aufladen, scheinbar. Es fehlt an Strom. Und das können wir nicht öffnen. Warum können wir... Aha! Ach, das sieht doch keiner, dass das eine Tür auf ist, die ich aufmachen muss. Dann ist es ja... Aha. Da stand ja was. Ich zeig's euch nochmal. Ist gerade was aufgefallen. Caution, unstable material. Handle slowly. Okay. Langsam. Ganz langsam. Sehr gut. Und das nächste? Ne, Kabine muss zu. Ganz langsam. Zack. So. Einmal. Zack. Ein, dreimal und viermal. Ah, da ist er. Der Laser. Ich möchte so gerne wissen, was passiert, wenn ich da durchlaufe. Die Sache ist gespeichert, gell? Okay. Einmal im Leben mal was Verrücktes tun. Oh, es wird jetzt nichts. Ich hätte zappeln sollen wie ein Fisch. Aber danach macht ihr euch Sorgen. Das möchte ich natürlich nicht. So. Mal gucken. Damit können wir das lenken. Okay. Ich schätze mal, ich muss damit zum Zentrum. So. Zurück. Ja. So. Und dann muss ich wahrscheinlich... Unten war ein Code zu sehen. Was passiert, wenn ich die Dinger drehe? Ah, okay. Ein Farbcode. Hm. Also ich sehe hier... Bin nicht sicher, ob ich... Welche Punkte? Heißt es, ich muss jetzt Cyan und Rot mischen, oder?
muss mir das unten nochmal anschauen. Wir haben ja hier was gesehen. Okay, gucken wir mal. Redirectional System Operating Diagram. Aha. Also der Laser geht raus. Der Laser geht da raus und das sind die Empfänger. Die Empfänger sind das, was drauf geht, und der Laser ist das, was rausgeht. Aha, okay, okay. Das heißt, da muss das nächste rauskommen. Komm, lauf ein bisschen schneller, Dude. Nicht ewig Zeit hier. Also rauskommt der mittlere. Okay. Herauskommt grün. Und raus muss kommen rot. Ja, ich bin auf der... Ich glaube, ich habe es gepeilt. Ja. Und hier, und da brauche ich... So. Eigentlich stimmt das doch jetzt. Ja, doch, eigentlich schon. Soll ich es mal umkehren? Ich kehre es mal um. Hier machen wir... Grün, grün-blau. Da machen wir rot, rot-grün. Ja. Umgekehrt muss ich denken. Ich habe jetzt eher gedacht, logisch gesehen. Ach so, aber wenn man das wenn man das so sieht, da ist ja der Empfänger und das ist der Ausgeber. Ja, ich habe umgekehrt gedacht. So, das ist der Empfänger. Wenn ich das nicht... Wenn das falsch ist, dann tue ich einfach... Oh, Tracking. Einfach umkehren. Gib mir da mal... Stimmt, ich wollte ja an dem Tracking was machen. Ich irgendwie vergessen. Wollte das Tracking nochmal neu synchronisieren. So, läuft doch.
Okay, und raus muss jetzt kommen. Nee, ich muss jetzt erstmal. Hier muss ich grün. Ist mit dem Kack-Tracking los. Was ist dein Problem, Junge? Gut. Dann gehen wir jetzt noch das obere machen. Näher, 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 näher. Ein bisschen, komm, danke. Drauf ist blau-rot. Und hier ist Minus. So, das haben wir. Ja! Sorry, dass, wenn ich euch erschrocken habe. Und jetzt muss der Laserstrahl hier hin. Ich verstehe, das sind eigentlich nur die Bezugspunkte, wo ich hin möchte. Wo ich mich hin teleportieren möchte. Oh, zu weit. So. Okay. Was ist? Access the Quantum Lab. Connect Quantum Balls. Okay, dann wollen wir mal. Seid ihr bereit, Leute? Das erste Mal im Leben Teleportation. Okay. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Hoden sitzt. The documents. Now scan them quickly. Komm, 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 komm. Open your mind. Alter. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Okay. Das Ding ist aus. Wer bist du?
habe wohl keine andere Wahl. This way. Strange Monitor. Sasha? They escaped. Nikolai and Olga escaped, leaving the crew behind. Sasha left behind. Then the others came? Carve in the wood. A drawing of a rocket. Then the others came. Okay. Don't listen to him. It looks like an image from a briefing. Der rote. An eye that appears to stare at you. So kommt's mir auch vor. A strange innocence flower. Don't listen to him. Keep the secret. Augen sind so ekelhaft. You are a pawn. Das ist aber eine Beleidigung. A red pawn, schon besser. At the end, ja, das hatten wir schon mal. An image of a brain. Why is carrying data from one location to another? Noch ein Brain. Antenna. Comes antenna ready to transmit. Damn it, I lost contact again. Wait. Epsilon? Quickly, you have the documents, right? Yeah. Get out of there ASAP. Now. Ich bin so. Bin schon dabei. Die Taschenlampe bringt halt null. Alter! Warum wird es so rot hier? Get up to comms and beam us the documents from there. Quickly! Holy moly! Alter Schwede! What the fuck is here going on? Bin ich zum ersten Mal froh, dass ich so einen fucking Teleporter hab. Komm schon. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh oh. Oh oh. Scheiße! Puh. Jetzt habe ich mal kurz Muffensausen bekommen. Oben.
documents and we'll proceed to evacuate right away. We're not sure what's going on, but things are becoming more and more unstable by the minute. Mhm. Alien comms relay map and ally antenna comms. Wir sind hier oben, okay. Wir müssen uns wohl ein bisschen beeilen. Kamera. Wie sieht's draußen aus? Mittlerweile ist stockdunkel. Oh je, oh je. Schon wieder ein Rätsel. Erstmal muss ich den Strom anschalten. Hallo, Harold. Welcome to the comms, Kamade. 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 Access to this room is restricted to Olga Karajeva, and you just don't listen, do you, Kamade? Willst du mich verarschen? Now that you are here, I should tell you the antenna and comms coordinator are misaligned. Ja, das habe ich mir gedacht. I'm not sure why Olga left such a mess. Apologize for this inconsequence. Convenience, sorry. Okay, okay, oh. Okay. Ready for jumpscares? Oh, warte, warte, warte. Why are you crying, Olga? Okay. Okay. Okay, los. Wo ist Strom? Und da ist noch ein Scannen. Moldavian Communication Protocol. Haben wir hier. Note, the Security Committee stresses the usage of the new Satellite Alignment Protocol for Secure Transmission. Olga plays with her... Boah, Tracking! With her son. Okay. Ich drehe das jetzt einfach mal so weit, bis sich die Punkte verbinden. Dass da keine sind, die sich verbinden? Theoretisch müssen da mindestens zwei sein, die sich verbinden. Tut's aber nicht. Okay, gucken wir weiter. Wie kommen wir da nicht dem Ziel näher? Strom gibt's scheinbar auch nicht. Until further notice, access to the comms room is restricted to the radio office. Sensor message. Emergency declared at the base. Then contamination out of our control. Nikolai won't take action. Help. Ja, Nikolai ist abgedüst. Mit Olga. Ne, mit Irina. Ne, mit Olga. Eine von beiden ist ja tot. Na, da können wir nicht drauf. Okay, also wir müssen das irgendwie... allein... ausrichten. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal Strom. The information of storm is approaching. Oh, und jetzt kommt auch noch ein Sturm. Denk nach, Alex, denk nach. Irgendwo muss doch
hier irgendwas sein, das Strom erzeugt. Intelligent System is running. Was ist damit? The game of chess is underway. The red pawn has the next move. Ich bin der Red Pawn. Das heißt, ich. Volgravian. Area Simulate Locker. Und Atlantik. Okay. Puh. Wahrscheinlich muss ich erst ausrichten. First Section, Striker, Space Community, Earth. Wenn ich... Nee. Aber das macht keinen Sinn. Halt, stopp. Halt, stopp, stopp. Das da ist N3. Wir haben hier so ein kleines Zeichen. Ich schätze mal, weil das da sind wir. Ja. Das sind wir. Das ist Striker N9. So. Und irgend... Also das muss ich ja miteinander irgendwie... Was war? Mittelsecond Space Communication Relay. Ja, genau machen. So. Ich habe das Gefühl, es wird hier so dunkel. Das scheint nicht richtig zu sein. Eine Verbindung wird wahrscheinlich dann da dazu passen. Und das kann nur die hier sein. Lass mir das nochmal genauer anschauen. Das, der Punkt ist schon mal richtig. Davon kann ich ausgehen. Müssen wir irgendeine Verbindung herstellen. Ich versuche mal diese Linie miteinander zu verbinden. Ja, ich seh's. Das war die Hilfe, die ich gebraucht habe. So. Und jetzt müsste es eigentlich Klick machen.
Map is correctly aligned coordinates to the motherland established. Okay. Dann machen wir den Kack an. Wahrscheinlich müssen wir das so machen, dass das Rauschen weg ist. Ich habe leider keinen Indikator dafür, ob ich jetzt richtig oder falsch bin. Antenne must be aligned. Ja, das ist mir schon klar. Ich habe hier nur ein Grundrauschen. Ach so, das ist schon richtig wahrscheinlich. Okay. Oh, dieses Spiel ist so fantastisch. Ja, einmal 360 Grad im Kreis. Bin so froh, dass das Ding überhaupt Strom hat. Das Rauschen wird geringer. Ja, wir haben jetzt eine regelmäßige Sinuskurve. Sehr gut. Und jetzt muss ich die Sinuskurve angleichen. Wie geil ist das denn, ey? Okay. Ja, bitteschön. Error? No. Whoa. Was ist los? Epsilon? Hä? Epsilon? Was? Oh! Ist nicht deine Ernte! Was ist los? Hätte die Welt. Ich hab einen Laserpointer. Was wird wohl da jetzt geschehen, wenn ich ihm jetzt die Hände schüttel? Oh, es tut mir leid, Leute, aber ich schätze, wir machen mal eine kleine Pause. Schöner Cliffhanger. Ich befürchte, ich habe so das Gefühl, wenn ich mir das Menü anschaue, da gehen wir gleich näher drauf ein, dass das die letzte Folge sein wird, denn ich denke, wir sind schon am Finale. Wir haben hier so ein Diagramm. Das hat sich ja im Laufe des Spiels ja aufgebaut. Und hier sehen wir die Beziehungen zueinander, dass Nikolai Irina getötet hat und Irina und Stas waren ja in, ein Pärchen. Deswegen, Stas hat er natürlich auch getötet. Und Olga hat Irina dann quasi betrogen. Und Nikolai und Irina sind dann abgedüst. Sascha Rice ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Also könnte es sein, der rote Astronaut könnte in Verbindung mit Sascha Rice stehen, was ich ja gemeint habe. Da wir ja die Keykarte von Sascha Rice haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das meiste haben wir jetzt. Ich schätze mal, das Finale wird jetzt dann kommen. Und hier diesen Steckplatz. Ja, wir erinnern uns, gleich am Anfang habe ich vergessen, was zu scannen. Der wäre hier drin. Wahrscheinlich gäbe es ein Achievement, wenn man alle hat. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Irgendwann. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört.
Der rote Astronaut, beziehungsweise das, will uns die Hand schütteln. Wir haben die Satelliten ausgerichtet, Kontakt zur Erde. Wir haben das Dokument an uns genommen, da, wie unser Auftrag war. Ja, und der liebe rote Astronaut möchte uns, glaube ich, noch etwas sagen, bevor wir gehen. Also würde ich sagen, Mut zusammenfassen, Oberkörper raus, Schulter fallen lassen, und dann gehen wir hin. Let's do it. Okay, ganz ruhig. Ich gehe deinem Angebot bei. Okay. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber führt ja keinen Weg drumrum. Swan! Es ist Swan! Voilà. Wake up. Wake up? Etwas kitzelt in meinem Gehirn. Ich habe so eine Theorie. Ihr wisst bestimmt die Theorie wahrscheinlich. Ach, ihr seid ja schlaue Menschen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, was ich jetzt gerade denke und was ihr euch wahrscheinlich schon von Anfang an schon gedacht hattet. Wake up, Sascha. Ach, genau. Ja, das ist genau das, was ich dachte. Wir sind Sascha. Wake up, Sascha. Das ist alles nur ein Traum. Okay. Somebody tell me what's going on. I've lost the subject. We need that information, no matter the cost. Ich habe hier gerade ganz andere Probleme, Commander. Boah, gönnt euch doch mal kurz diese Szenerie. Unbelievable. Okay. Epische, dramatische Musik. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, er zeigt uns den Mittelfinger. Ich meine, why not? I'm offline. I've lost all contact with the subject. You can't lose this thing now that we're so close. No, no, damn it. No, no, no. Telling me what the hell is going on? The subject is rejecting the simulation. We're losing. Simulation? What? Was für eine Simulation? Don't let him in. Who? I didn't come this far just to lose what's inside that skull. Nurse! Nurse! Was? Wollen die Information aus meinem Hirn? Ich habe die Information und ich kämpfe dagegen an. Alter. I would advise rolling back the simulation to a stable point in time, Doctor. Hell, not on my watch. We'd never gotten this far. I need you to send me back now.
Und deswegen dieser Sturm. But Doctor, the subject is taking over control of the simulation. If you sink now, you'll risk getting trapped. You think I don't know that? I designed the protocol, lady. I know Sasha Riss. I know how that mind works. I can regain control. Ich wusste es. Ich bin Sasha Riss. Okay. Using Sasha Antenne. Okay, jetzt wird's spannend. Handshake in 3, 2, 1. Epsilon? Epsilon? Do you read? Nein, ich muss Schach spielen. End him. Epsilon, listen up. This is important. Stop whatever it is you're doing. You're jeopardizing both yourself and the mission. Oh, das Auge. Ein EKG-Ton, okay. Komm schon! Epsilon, I order you not to proceed. Go back to the base. Nein. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Wait. What are you doing? No, Epsilon, don't auf. Do it. Don't go any further. Nurse, terminate the simulation. Get me offline now. Nurse? Nurse! Sasha, do you hear me? Look, we can strike a deal. Stop! No, please! Nein. The simulation has ended. Can you hear me, Professor? I regret to inform that the subject, Sasha Riss, did not survive the transition. Are you all right? Professor, you're probably feeling a little confused after severing the connection. Don't worry, I'm here to help you. Once you've assimilated what has happened, press the button to your left. I'll be waiting on the other side. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. War ich jetzt Sasha Riss? Nein. War ich der Doktor? Das müsste Sasha Riss gewesen sein. Once you've assimilated what has happened, press the button to your left. I'll be waiting on the other side. Slava, Comrade. Wow. Das war zwar schon das Ende, aber... Wow. Oh, mich schüttelt's ein bisschen. Ich bin geflasht. Ich bin maximal geflasht. Ich hatte seit Half-Life Alyx nicht mehr so eine tolle Erfahrung. Kurz... In 4 Folgen? Ja, gut. In 3 Folgen. Aber wow. Ich hoffe, ihr fühlt mit mir. Gehen wir zurück. Zurück ins Menü, ja. Nice, Leute. Ich denke mal, das war's. Ich hoffe, ihr habt jetzt mitgefiebert noch die letzten paar Minuten, die ich jetzt noch hinten rangehangen habe. Das hätte sich jetzt nicht gelohnt, noch eine ganze Episode zu machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss jetzt erstmal kurz das sacken lassen in meinem Kopf. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.